welcome for Vera Tollmann. Einen herzlichen Applaus für Vera Tollmann. Sie ist vom Luisa Center für Proxy Politics aus Berlin. Also gibt es immer noch eine sehr spannende Ausstellung im Museum für Fotografie. Also ein herzliches Willkommen. Yeah, thank you very much for inviting. Danke, dass Sie mich eingeladen habt. Das zuerst ist es eigentlich nur ich, der jetzt dran ist. Mein Kollege hat es doch nicht geschafft, hier hinzukommen. Es war auch ja, sehr last minute die Einladung hier, also, die wir vor einer Woche erhalten haben. Also werde ich jetzt diesen Text vorstellen. Der heißt Body of the Web or Proud to Relay Flash. Also bei diesem Text möchten wir den Proxy als eine Idee etablieren. Und da hat ein Künstler als Text Proxy Politics angefangen und das heißt Signal to Noise. Und das ist also ein Text von Co-Autoren, die Nutzung von Proxys als eine Art von Protest. Also die Idee, Proxy-Politik zu sagen, ist ein Symptom einer Krise in existierenden politischen Strukturen. Und das Ziel ist, die existierenden Mechanismen von Sicherheit und Kontrolle zu hinterfragen. Das führt zu einer Form von Fragen. Also was für Arten der Resistance können wir auch um dagegen anzukommen. Wie könnte man protestieren im öffentlichen Raum, wenn kein öffentlicher Raum mehr übrig ist? In welcher Art ist das virtuelle Realität der Brief ist das Wichtigste, das wir ansprechen zu versuchen mit diesem Text. Könnt ihr mich hören? Yes. Ja. No, okay. I just thought there's a comment. Oh, okay. Seit Juli 2015, das Protestieren im öffentlichen Raum in Spanien ist teuer geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Im Juli war etwas in den Medien über ein großer Protest, die das Hologramm als Medium verwendet haben. Und die Protestierenden sind jetzt bedroht durch große Fines, die das Citizen Safety Law auch als Get Law genannt, interferiert mit der öffentlichen Infrastruktur. Und Demonstranten können bis zu 600.000 Euro Buße bekommen, um vor dem Kongress aufzumarschieren und diesen Platz blockiert zu haben. Das Gesetz wurde kritisiert als grundlegenden Angriff auf die Freiheitsrechte der Spanier. Das ist das letzte Gesetz, um eine große Welle von Protesten zu unterschlagen von Bürgern. Mit der Arbeitslosigkeit über 25%, und die Hälfte der Leute unter 25 Jahren ohne Job, gibt es hunderttausende empörte Bürger, die auf die Straße gingen, Plätze besetzten und Universitäten. Als Antwort auf eine Diskreditierung durch die politische Klasse, die durchzogen ist von Skandalen und Korruption und Bewegung suchte halt durch Grassroots-Bewegungen viele Bürger zu motivieren, ihr Recht auf öffentlichen Raum in Anspruch zu nehmen. Also jetzt ein Flashback nach 2011, als damals Protestanten ähnliche Methoden verwendet haben in USA, Griechenland und England. Das Hauptquartier einer israelischen Bank wurde zu einem großen Zeltstadt. Also das hier sind Bilder dieser Zeltstadt. Diese dauerte fast drei Monate. In Athen wurde das von Zelten und
schnell zusammengeschossenen Behausungen und es gab tägliche Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. In New York haben Aktivisten via der Straßenbeleuchte sich ans Stromnetz angezapft. Also viele Kommentatoren haben hervorgehoben, wie wichtig die Auseinandersetzung mit neuen Technologien, wie zum Beispiel Smartphones sind, um die Proteste besser zu organisieren. Und das war so der neue gemeinsame Nenner. Also die Rechte auf freie Meinungsäußerung und In den meisten Protesten in dieser Zeit war die Raumdimension der politischen Aktion geklärt. Hannah Arendt hat gesagt, dass die Idee der Polis, quasi die Idee einer politischen Community, nicht unbedingt mit diesem Begriff des Polis, des griechischen Stadtstaates übereinstimmt. Darum ist es umso passender, dass wenn die Partei in Spanien dieses Protestgesetz durchgesetzt hat, dass die Protestierenden wieder auf die Straße gegangen sind. Und ihre Lösung war ein Hologrammprotest, der erste seiner Art überhaupt. Hier gibt es ein paar Bilder dazu. Viele Zeitungen haben gesagt, dass es das erste ist und dass es gut choreografiert war und gut inszeniert war. Die Independent hat gesagt, dass die spanischen Aktivisten haben den ersten virtuelle Demonstration inszeniert, das erste Hologramm-Protest. Und aus Indien kam, dass Geister auf den spanischen Straßen? Nein, es sind die virtuellen Protestierenden. In einem Interview hat Christina Flescher, eine Sprechperson für diese Gruppe, die das inszeniert hat, gesagt, wir sind nicht Kriminelle, und sie hat gesagt, wie das alles zusammengekommen ist. Eine Gruppe von Leuten, die anonym bleiben wollte, hat die technische Unterstützung geliefert, um dies zu inszenieren. Die Kampagne wurde online koordiniert. Eine Webpage mit dem Titel Hologram for Freedom war, wo man seine Message anbringen konnte. Und schlussendlich diese zusammengesetzten Bilder wurden auf eine semitransparente Fläche projiziert. Und diese Hologramme, die in einer blauen Farbe dargestellt wurden, erinnern etwas an Sicherheitsvideos. Und diese Geister, in diesem Fall sogar sehr sehr wörtlich, haben die Straßen besetzt und haben die Leute quasi drin. Die Ausrüstung wurde durch eine PR-Firma in einer Geheimoperation montiert. Also, und es ging darum zu demonstrieren in einer Art, die das neue Gesetz nicht verletzte. Also anstelle des öffentlichen Raumes wurde ein neues Medium besetzt durch die Protestierenden. Also um das Problem aufzuzeigen von moderner Politik. Also die Möglichkeit überhaupt zu protestieren war eingeschränkt, insbesondere durch diese unverhältnismäßige finanzielle Risiko. Also das heißt, das ist jetzt das Zeitalter von Proxy-Politik. Also was heißt genau Proxy? Also es ist im Prinzip ein Stellvertreterkrieg. Das Wort stammt von Prokurator ab. Also das heißt, jemand vertritt jemand anders in einem Gerichtsfall. Und im Fall von Computern
geht es darum, dass ein Computerserver als Stellvertreter für einen anderen Server Anfragen beantwortet. Also es ist ein Teil des Netzwerks, der dann dazu führt, dass andere Teilnehmer des Netzwerks anonym sind. Aber Proxy-Server sind natürlich auch Instrumente, die verwendet werden können, um Netznutzer zu überwachen. Proxy-Politik, da geht es darum, dass die das Konzept des Proxy ist emblematisch von dieses politische Zeitalter ist eines, ist immer mehr bevölkert von Puppenstaaten, staatlichen. Also jetzt gibt es einen Paragraph, der sich um Postdemokratie und was das genau meint, bedeutet. Ist ein Buch, das heißt Post-Democracy, und da erklärt er die momentane politische Situation, wo dass wir immer mehr abgeben an Firmen und deren Lobbys, und er sagt, es gibt wenig Hoffnung auf ein System, wo die Kraft und das Geld wieder verteilt wird. Zitat Ende. Und als Folge von diesem NGOs und geheime Gesetzgebung. In seinem Buch Post-Democracy sagt er über demokratische Aktionen, Postdemokratie und die Legitimierung einer Demokratie nach den Demos ist eine Demokratie, wo man der Schein losgeworden ist, dass man Disput erlaubt. Also es geht nicht mehr darum, die Öffentlichkeit zu täuschen durch Smokescreens und was auch immer sichtbar ist, und die Wahlen werden nur simuliert. Dieses Konzept von doppelter Regierung sagt Politikwissenschaftler Michael Glennon, dass die Macht aufgeteilt wird zwischen einem Netzwerk von Institutionen und der Gewählten. Und das ist dann so wie eine versteckte Republik. Sagte über President Newmans Unterschriften den National Security Act von 1949, welches die CIA ins Leben gerufen hat, sagt er, dass seit dann in den USA die USA in Richtung dieser doppelten Regierung sich entwickelt hat. Also, obwohl das eine Ding nicht sehr maßgebend war für Security-Politik insgesamt in den USA, und seit dann diese Idee des Deep State wurde benutzt, um dieses Konglomerat aus Polizei, organisiertem Verbrechen und so alt wie die Politik selber. Aber selbst kürzliche Studien in die Politik, also die kürzlichen Strömungen sind sehr arkan. Und die Macht wurde übergeben in unchecked authorities und unklare Budgets, wo die Privatisation immer schlimmer wird und die Nationen weniger Macht haben. Und das Produkt unseres momentanen Regimes
ist, dass je opaker, deshalb wird die Verantwortung fast untraceable. Wurde aufgrund der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere, war das Anfang eines Zeitalters, wo Bildgebung der zentrale Wert der amerikanischen öffentlichen Politik werden. Wenn diese Bildersteller die Darstellung der öffentlichen Demokratie sind, dann ist es gezwungene bloße Schein zu werden. Also im Mai 2015 ging es darum zu verhindern, dass die flächendeckende Überwachung der NSA verhindert worden. Aber die Abstimmung hat bloß die Regierung aus dem Sammlungsbusiness genommen. Es ging nicht darum, der Zugriff auf die Information zu verhindern. Die Daten würden dann in den Händen privater Firmen sein, wie AT&T zum Beispiel. Also mit anderen Worten, obwohl nach erfolgreicher Regierungsreform lag die tatsächliche Macht an einer anderen Stelle zwischen der Regierung und dem privaten Sektor. Also wenn in einem Land Proteste erfolgreich sind, ist das dann oft ein Grund, in einem anderen Land die Kontrollen auszubauen, die staatlichen Kontrollen. Also in Camps wurden Aktivisten ausgebildet dazu, wie man eine Revolution durchführt. Snyder Popovic und Slobodinovic, die vorher Aktivisten waren, haben Canvas gegründet. Das ist das Zentrum für angewandte, nicht gewalttätige Demonstrationen, in dem sie rund um die Welt in Camps bilden sie Aktivisten aus in grundlegenden Dingen. Das sind in mehr als 50 Jahren wie Iran, Ukraine, Palästina, Ägypten und viele weitere. Im November 2000 gab es einen Artikel in der New York Times, dass vor der Revolution hatte Arcor Gelder von der US-Regierung und National Endowment for Democracy erhalten. Dazu von an Stratfor gefunden, die auch die Schatten-CIA genannt wird, waren Aktivisten involviert in US-Außenpolitik. Also wie kann Proxy-Politik mehr als nur ein Symptom sein, als der Name eines politischen Regimes, das nach Falschdarstellung strebt? Idealerweise werden Proxy-Politik mehrere Bedeutungen, beide nicht nur metaphorisch. Also zum Beispiel ein holographischer Stellvertreter und egal welches, das Ziel ist immer die Täuschung der Leute. Und solche Sachen sind ein Symptom. Die Grenze zwischen der virtuellen und realen Realität ist immer schwieriger zu sehen. Und zur gleichen Zeit ist es immer schwieriger, das World Wide Web zu kontrollieren, das aufgrund seiner Architektur, Und Alexander Galloway hat gesagt, dass aufgrund der Ausbreitung von Zeit und Raum Unsichtbarkeit, Intransparenz und Anonymität. Die Beziehung zwischen Identifizierbarkeit, Nicht-Existenz und Verschwindbarkeit. Informationssammlung und Data Mining. Gemäß Galloway haben vergangene Proteste dann das Weigern klarer Anforderungen zu machen, ist Blackboxing.
die Wahl ist zugunsten von Beziehungen und Verknüpfung gefallen. Diese Politisierung hält das Recht auf Transparenz, Intransparenz hoch. Ein Quote von Glisson. Also wieder zurück auf den uralten Anspruch auf Transparenz. Es ist die Kraft, die jede Community antreibt. Das, was uns alle zusammenbringt, für immer und uns für immer einzigartig macht. Kürzlich in Paris, in dem der Notzustand ausgerufen wurde aufgrund des Terrorangriffs, verhinderte das Klimaaktivisten, sich zu versammeln. Die später wurden dann auf dem Platz der Republik 10.000 Objekte ausgestellt, platzhaltend für die Demonstranten. Zeitgemäßer Protest hat den Anspruch, effektive Bilder zu produzieren, das nicht notwendigerweise Personen sein müssen. Es ging darum, dass es immer mehr gut wird, Platzhalter für diese tatsächlichen Körper zu finden, um diese Unzufriedenheit darzustellen. Dieser Protest im öffentlichen Raum wurde politisch potent, wenn man eine gut sichtbare, greifbare Darstellung dieses Ereignisses hat. Also, dass die Medien nicht nur über die Szene berichten, sondern Teil der Szene ist. Eigentlich die Szene selbst ist. Und natürlich, die Szene wird replizierbar als Abbildung, als akustische Aufnahme. Es gibt einen Prozess der Deterritorialisierung und Wiederterritorialisierung, abgestimmt auf die Projektion holographischer Bilder in naheliegenden Städten. Es ging darum, die geometrische Anordnung vor dem Kongress abzubilden. Kürzlich gab es erhöhtes Interesse an der Wiederterritorialisierung des Internets. Der Aktivist Trevor Paglin und Theoretiker haben auf die Materialität des Internets aufmerksam gemacht. Also Unterseekabel und Router, die natürlich auf Stauseen und Stromerzeugung angewiesen sind und Telegraphkabel für Datenübertragung. Das Internet, bis vor kurzem mit Immaterialität und Virtualität assoziiert, wie zum Beispiel im Begriff Cyberspace zu sehen, hat ganz klar einen Körper, eine ausufernde physische Infrastruktur. Die simpeltönende Cloud ist nichts anderes als ein Publicity-Trick, um Software und Hardware in einer Blackbox zu verstecken. Während Hardware dünner und schlanker geworden sind, wurde die Cloud immer größer. Also diese körperliche Politik ist jetzt im Prinzip verschlungen mit der Verkörperlichung des Internets. Es sind geografische Realitäten. Im Oktober 2015 wurde in Thailand demonstriert gegen die militärische Regierung und deren Bestreben, Verkehr zu internationalen Server zu überwachen am Internet Gateway. Also im Prinzip eine perfekte Implementierung von staatlicher Zensur und Überwachung. Diese Bewegung wurde genannt die große Firewall von Thailand. Also dieser Ort entsprach dem Ort, für den dieses neue Gesetz angepasst wurde. Die Regierungsseite wurde mit einem DDoS-Angriff angegriffen und in internationalen Medien wurde das aufgegriffen, aber es fehlten die Bilder der Körper, die tatsächlich daran verhindert wurden, während Thailand zu verlassen. Mittlerweile hatte das Hacker-Kollektiv Anonymous Cyberkrieg
erklärt der thailändischen Regierung. Sie haben die Polizeiserver von Thailand angegriffen, so im Prinzip Institutionen des virtuellen Staates. Also wie kann man jetzt diese Verbindung wahrnehmen, der Verbindung des Internets von damals, von der Internet als Ideal Cyberspace zu jetzt? Diese beide wurden ganz klar als separat definiert. Ein Zitat von Wenli Chang. Es wurde ein Ort, wo Sachen passieren, wo User die Aktionen von ihren Körpern separieren konnten, wo der Ursprung schwer zu bestimmen war. Es hat die User von ihrer Lokation befreit. In den 90er Jahren war das Internet ein perfekter Traum aus einem Science-Fiction-Roman, wo die Benutzer komplett frei sind von ihren physikalischen Einschränkungen. Und sie hat gezeigt, dass das World Wide Web als Werkzeug der Kontrolle von Anfang an designt wurde, zum Beispiel TCP/IP. In welcher Art fordert Virtual Reality unsere Konzepte der echten Welt raus? Wir haben gesehen, dass das Digitale und das Reale wurde zusammengeführt in den Geräten. Und obwohl die Gaming-Industrie frühe Ansätze der virtuellen Realität jetzt am Bearbeiten ist, werden die Mythen der Privatsphäre langsam erodiert und die Immaterialität der digitalen Sphäre wurden superseded. Und es ist entweder der Untergang dieses Konzept oder die Rennen Staates. Also wie kann dann ein Proxy den Platz einräumen für verschiedene Körper, die da sind oder nicht? Wie Donna Hell sagt, es war der Versuch, das Subjekt zu destabilisieren. Wie am Anfang des 20. Jahrhunderts der Cyborg angeschaut worden im Posthumanismus. Es geht darum, ein konkretes Subjekt wieder zu resubstantialisieren. Ist es ein Körper, der Flash hat? Es geht um saubere und effiziente Körper. Oder geht es eher darum, dass es ein nomadisches Gerät ist, dass es Leuten ermöglicht, posthumane Subjekte zu werden? Und es gibt eine fatale Nostalgie an die Menschen. Und stattdessen geht es darum, dass wir unsere Verletzbarkeit darzustellen. Man soll stolz darauf zu sein, Flash zu sein. Es geht darum, die Subjektivität gegen modernen Humanismus, diese Gedankenschule zu kritisieren, die imperiale Vergangenheit und inhumane Konsequenzen. So Proxys erlauben es menschlichen Körpern, aus der Schusslinie zu treten und Forensik auszuweichen. Feste Physiognomie kann assoziiert werden mit zahlreichen Individuellen, die wo auch immer die sind. Anstelle von Pornografien, virtuellen Realitäten. Proxys sind nötig, um im zeitgenössischen politischen Kampf gegen kapitalistische oder zentralistische Bestrebungen. Proxys bieten eine Ausflucht aus dieser schizophrenen Situation der biotechnologischen Informationen. Souveräner Körper.
Thank you very much for the spontaneity in the talk, and I think there might be time for questions.